Glück auf, ihr Leute. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid, wenn es heißt Glück aufgehorcht und hageguckt. Ihr wart ja schon gemerkt haben, dass die Bike-Leute und alle, die in unserer Montanregion mit dem Bikebau ein bisschen verbunden sei, besonders stolz auf bergmännische Tradition und Vergangenheit sei. Den Stolz, den hört man ja auch lang im alten Bike-Markus, Glück auf, wie er überall erklingt. Aber den Stolz, den kann man nicht nur hören, sondern auch sehen. Und das ganz besonders alljährlich in der Vorweihnachtszeit im Erzgebirg. Dann kommen nämlich in den Bergstätten des Erzgebirges die zahlreichen Bergbrüderschaften zusammen, um gemeinsam in ihren Paradeuniformen mit ihren Vereinsfarben und Fahnen sich einer zahlreichen Schar von Gästen zu präsentieren. Der Bergbau hat unser Erzgebirg viele Jahrhunderte geprägt. Überall gibt es Verweise auf diese Tradition. Hier beispielsweise am Unteren Tor in Schwarzenberg. Als echte Traditionspflege sei der Bergparaden bekannt. Deswegen sei mir heute zu Besuch im Depot Paul Ströer in Gelenau. Ein ganz besonderes Museum. Michael Schuster ist Ausstellungsleiter. Der Erzgebirger täte zu sagen, hey, gehen wir mal zum Schuster mich, denn da kennt sich mit Bergparaden bestens aus. Bergparaden sei früher und auch heute immer noch was Besonderes. Da laufen Bergleute in Tracht durch die Stadt. Am Anfang meistens eine Musikkapelle mit großen Bauben und Blasinstrumente. Die machen richtig Radau, sodass alle in der Stadt hingucken. Angeführt wird der ganze Zug vom Oberberghauptmann auf dem Pfarr. Der ist sozusagen der große Chef. Dahinter kommen dann die Bergleute in Reih und Glied, alle im gleichen Schritt, so wie die Musik halt spielt. Ein paar tragende Fahnen, dass man auch weiß, wo die Bergleute herkommen. In Freiberg, da laufen die Leute von der Bergakademie noch mit, Professoren und Studenten. Jeder Bergbauort hat aber eine andere Regel. An der Ausstattung kann man auch sehen, was das für Berufe so alles beim Bergbau sei. In der Mitte von der Parade wechseln auf einmal die Farben von der Uniform. Jetzt haben sie graues und weißes Zeug an. Das sei die Hüttenleit, also die, die die vom Bergmauer aus der Tiefe geholten Erze verarbeiten. Vor der Gruppe reitet wieder ein Chef. Das ist der Oberhüttenverwalter. Dahinter dann die Hüttenfahnen und dann die Schmelzer, die Maurer und die Schmiede. Das sieht schon majestätisch aus und macht auch was her. Ganz aus der Reihe tanzen dort die Leute aus dem Volk. Der Steicher mit seiner Frau, der Berggung mit der Fackel, die Mutter mit dem Kind und auch der Bergdoktor sei mit dabei. Bei den Hüttenleuten gibt es eine ganze Menge verschiedener Berufe. Die erkennt man an den Farben von den Schürzen. Es wurde ja nicht nach Silber gefördert. Kupfer, blaue Farbe, Schwefel und auch Vitriol waren dabei. Das Aufziehen von den Berg- und Hüttenleit gab es schon zu alter Zeit. Es hat sich bloß die Anzugsordnung laufend geändert. Also von dem Kittel mit Kapuze hier zu einer schmucken Uniform. Aber die Berufe sei immer die gleichen geblieben. Auch Schnitzer und Draxler haben immer wieder Bergparaden dargestellt. Doch jetzt wollen wir die Figuren mal lebendig werden lassen. Wir gucken nach Schwarzenberg. In die Perle des Erzgebirges. Zu einer der schönsten Bergparaden überhaupt. Immer am Sonntag für den dritten Advent sind sie vom Bahnhof auf dem Markt, wo die Bergparade mit dem Bergzeremoniell, einem festlichen Bergkonzert, endet. Thank you.
wenn ihr jetzt Lust gekriegt habt, mal bei einer Bergparade mitzumarschieren, dann meldet euch doch einfach mal bei einer Bergbrüderschaft hier aus unserer Region. Vielleicht seid ihr dann beim nächsten Film über erzgebirgische Bergparade schon dabei. Ich tät mich sehr drüber freuen. Jetzt kann ich bloß noch sagen, bleibt schön neugierig. Bei Glück aufgehorcht und nachgeguckt. Euer Bergmann Kurt. Klick auf!